Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen. Ich freue mich sehr, Sie zur Eröffnung der Ausstellung Für Freiheit und Republik, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Kampf für Demokratie 1924 bis 1933 wieder einmal aus der Wandelhalle des Abgeordnetenhauses von Berlin begrüßen zu dürfen. Zu meiner Freude können wir diese wichtige Ausstellung bis zum 10. September hier präsentieren. Das Thema ist, gerade für das Abgeordnetenhaus als zentraler und politischer Ort für Demokratie in Berlin, ein besonders wichtiges. Damals wie heute stehen wir vor der Aufgabe, die parlamentarische Demokratie und Verfassung zu schützen und zu achten. Am heutigen Tag im Jahr 1919 unterzeichnete Reichspräsident Friedrich Ebert die Verfassung der Weimarer Republik und legte damit einen Grundstein für die Demokratie. Diese hatte jedoch von Beginn an viele Feinde, unter ihnen Kommunisten, Rechtsextreme, Monarchisten, Rechtsradikale, Nationalkonservative und vor allem Nationalsozialisten gehörten dazu. Die politische Stimmungslage war aufgeheizt, Gewalt an der Tagesordnung. Nach den schweren politischen Unruhen von 1923 gründete sich im darauffolgenden Jahr das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund der Republikanischen Kriegsteilnehmer e.V., als parteiübergreifende Organisation zum Schutz der Weimarer Republik. Der Verband erklärte sich zum Ziel, die noch junge Demokratie und Republik festigen zu wollen und die Achtung der Verfassung in der Bevölkerung zu verankern. Mit bis zu 3 Millionen Mitgliedern entwickelte sich das Reichsbanner so schnell zu einer Massenorganisation. Es war aber kein rein sozialdemokratischer Wehrverband, denn das Reichsbanner wurde ebenso von Politikern der Deutschen Demokratischen Partei, wie zum Beispiel von Theodor Heuss und des Zentrums, unter anderem von Wilhelm Marx, also von Vertretern der sogenannten Weimarer Koalition, unterstützt. Doch der Wahlerfolg der Nationalsozialisten 1930 erschwert die Lage. Das Reichsbanner verstärkt seinen Einsatz gegen die nationalsozialistische Gewalt und schließt sich Ende 1931 mit Gewerkschaften, SPD und Arbeiterorganisationen zur Eisernen Front zusammen. Am 30. Januar 1933 wird Hitler schließlich zum Reichskanzler ernannt. Die Republikaner erleben eine herbe Niederlage. Das Reichsbanner wird verboten, seine Aktivisten verfolgt, inhaftiert und ins Exil getrieben. Doch wer hier die 14 Jahre der Weimarer Republik als gescheiterte Epoche ansieht, betrachtet lediglich das Ende. Ein differenzierter Blick macht es uns möglich, die geschichtliche Entwicklung auf die Gegenwart zu beziehen. Die Weimarer Republik wird so zur Vorgeschichte der Bundesrepublik, unserer heutigen stabilen Demokratie. Eines dürfen wir dabei nur nicht vergessen und gar nicht verharmlosen. Die 13 Jahre des Nationalsozialismus, die ideologisch und politisch dafür gesorgt haben, dass Verbrechen an der Menschheit die Regel waren und die einen Genozid hervorbrachten, der historisch einmalig ist. Das sollte uns eines verdeutlichen: Die Verantwortung für Freiheit und Frieden, dafür zu sorgen und die Demokratie zu erhalten, liegt in unseren Händen. Beinahe täglich hören und lesen wir von Vorfällen geprägt durch Gewalt, Hass oder Diskriminierung. Gegner unserer Grundsätze und unserer Verfassung gehen heutzutage auf die Straße, um die Gesellschaft zu spalten, zu polarisieren und zu erschüttern. Zwar sind die antidemokratischen Kräfte in ihrem Vorgehen und ihren Methoden heute subtiler als damals, sie sind aber keineswegs weniger gefährlich und sollten auch nicht unterschätzt werden. Mehr denn je wird klar, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit, kein Selbstläufer ist. Unsere fortwährende Aufgabe ist es, lautstark und mit Überzeugung dagegen zu halten. Dafür müssen wir die damaligen Geschehnisse aufklären, informieren und uns auch darüber austauschen. Ein Anlass dazu gibt uns die heutige Ausstellung Für Freiheit und Republik, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Kampf für Demokratie 1924 bis 1933, die Entwicklung und den umfassenden Einsatz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold für die Festigung der Republik und die Achtung der Verfassung. Seit der Wiederbegründung des Reichsbanners im Jahr 1953 ist seine Aufgabe, die Bundesrepublik Deutschland als parlamentarische und demokratische Republik zu erhalten. Geprägt durch politisch-historische Bildungs- und Erinnerungsarbeit kooperiert der Verein dazu mit verschiedenen gemeinnützigen Institutionen, wie zum Beispiel der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin.
Daraus hervorgegangen sind unter anderem die heute hier präsentierte Ausstellung. Ich bin dankbar, dass wir mit dieser Eröffnung heute daran anknüpfen können. Ich freue mich, den Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Herrn Prof. Dr. Johannes Tuchel, sowie Herrn Johannes Kaas, Bundesvorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Bund aktiver Demokraten e.V., hier in der Wandelhalle begrüßen zu dürfen und gleich für ein gemeinsames Gespräch das Wort zu übergeben. Im Anschluss an diesen Austausch sehen wir noch einen Videobeitrag mit einer Einführung in die Ausstellung. Vorher möchte ich den Beteiligten noch meinen Dank aussprechen. Ich möchte der Gedenkstätte Deutscher Widerstand namentlich Ihnen, Herr Prof. Dr. Tuchel, Frau Grimm und Herrn Lehmann sowie dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund aktiver Demokraten e.V. und namentlich Ihnen, Herr Kaas, recht herzlich für die heutige Eröffnung danken. Ein weiterer Dank gilt auch den heute hier anwesenden Beteiligten, namentlich Ihnen, Herr Kopel, Herr Schlüter und Herr Bünk, die sich als Teil des Reichsbanners für Demokratie engagieren. Auch Sie, Frau Constanza, Prinzessin zu Löwenstein, Tochter von Hubertus, Prinz zu Löwenstein, dem ehemaligen Bundesvorsitzenden des Reichsbanners und somit auch Teil der Ausstellung, begrüße ich ganz herzlich hier im Abgeordnetenhaus von Berlin. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine interessante Eröffnungsveranstaltung und bedanke mich schon jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Sehr geehrter, lieber Herr Präsident Wieland, sehr verehrte Prinzessin Löwenstein, lieber Herr Kaas, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie heute bei dieser digitalen Eröffnung der Ausstellung begrüßen zu können. Die Ausstellung entstand, Herr Präsident Wieland hat eben darauf hingewiesen, in Zusammenarbeit zwischen dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand hier in Berlin. Zu den Inhalten werden Sie nachher in einem kurzen Film von meiner Kollegin Marion Göers und von meinem Kollegen Dr. Stefan Heinz etwas hören. Bereits seit 1984 war und ist die Gedenkstätte Deutscher Widerstand einer der wenigen Orte in der Bundesrepublik Deutschland, wo Sie Informationen über diese demokratische Schutzorganisation der Weimarer Republik erhalten können. Gerade vor der Jahrtausendwende konnte jedoch vielfach festgestellt werden, wie sehr die Geschichte des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold nicht mehr zum demokratischen Traditionsverständnis der Bundesrepublik Deutschland gehörte und wie wenig über den Kampf des Reichsbanners gegen die aufkommende nationalsozialistische Gefahr bekannt war. Hier war deutlich ein weißer Fleck in der Erinnerungspolitik feststellbar. Und wir müssen uns fragen, warum wir eigentlich mit unseren wenigen demokratischen Traditionszusammenhängen aus der Weimarer Zeit so lange so schlecht umgegangen sind. Die Zusammenarbeit zwischen dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand kann in diesem Jahr auf eine fast 20-jährige Tradition zurückblicken. 2001 begannen jene Gespräche, die dann 2002 in eine institutionalisierte Zusammenarbeit führten. Die Ausstellung, die wir Ihnen heute zeigen, ist tatsächlich schon die vierte Fassung der Ausstellung zur Geschichte des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass heute anders präsentiert wird, sondern dass wir heute erheblich mehr wissen über die Mitglieder und die Aktivitäten des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Und wir arbeiten weiterhin daran, noch klarer als bisher auf die republikanischen und antinationalsozialistischen Ziele des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hinzuweisen. Seit 2016 läuft an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit Unterstützung des Bundes das Projekt Demokratische Massenorganisationen in der Weimarer Republik, mit der wir uns noch intensiver als bisher mit den Aktivitäten des Reichsbanners, aber auch der demokratischen Gewerkschaften stehen. Wir dokumentieren ihren Kampf gegen den erstarkenden Nationalsozialismus in den ganzen unterschiedlichen Formen der damaligen Zeit. Dies ist auch ein Beitrag zur Vorgeschichte des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Zu den Aktivitäten gehört nicht nur diese Wanderausstellung, zu deren Besuch wir Sie herzlich hier einladen. Es ist schön, dass es bis Anfang September hier zu sehen ist. Sondern in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gibt es auch ein Schaudepot, das permanent und objektbezogen zur Geschichte des Reichsbanners informiert. Doch die Geschichte des Reichsbanners und die Befassung mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
ist nichts Antiquarisches, nicht nur etwas, das wir ins Geschichtsbuch schieben können, sondern es hat auch einen hohen Aktualitätsbezug. Herr Präsident Wieland hat vorhin darauf hingewiesen, dass heute der 11. August der Verfassungstag der Weimarer Republik ist. Und es ist schön, dass wir gerade an diesem Tag die Ausstellung hier eröffnen können. Hier und heute können pandemiebedingt nur wenige Menschen teilnehmen, hoffentlich über den Livestream sehr viele. Vor 90 Jahren, da greife ich doch einmal zurück, am 11. August 1931 bei der jährlichen Verfassungsfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold war das anders. In Koblenz kamen zur Verfassungsfeier des Reichsbanners mehr als 60.000 Menschen zusammen. Mehr als 60.000 Menschen bekannten sich trotz Elend und Wirtschaftskrise zu Verfassung und Demokratie. Der Vorsitzende des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Otto Hörsing, forderte in seiner Rede an diesem Verfassungstag unter anderem die Ausweisung Hitlers aus Deutschland. Zitat: Kein Land der Welt kann es sich gefallen lassen, dass ein Staatenloser die Zerschlagung des Staates, der ihm Gastfreundschaft gewährt, fordert und mit einer Organisation unter Gewaltanwendung betreibt. Zitat Ende. Und Hörsing forderte weiter die Auflösung der NSDAP als einer Partei, Zitat, die die Vernichtung der Staatsform predigt, sowie Mord und Totschlag zum System erhebt. Zitat Ende. Wohin das geführt hat, hat ja Präsident Wieland vorhin auch erläutert. Übrigens wäre beides, sowohl die Ausweisung Hitlers als auch ein Verbot der NSDAP und der rechtsextremen Organisationen der NSDAP zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen. Wäre doch auf Hörsings Vorschläge gehört worden. Wie viel Leid, wie viel politischer Mord, wie viel Menschheitsverbrechen wäre Deutschland erspart geblieben. Also, es ist nicht nur etwas Antiquarisches, es ist nicht nur etwas Altes, mit dem wir uns beschäftigen, sondern die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus hat leider auch heute noch ihre beklemmende Aktualität. Ich freue mich, dass ich heute Abend mit Johannes Kahrs, dem Vorsitzenden des heutigen Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, sprechen kann. Lieber Herr Kahrs, das Reichsbanner setzte sich in der Weimarer Zeit vor allem mit Worten und mit Symbolen für Republik und Verfassung ein. Wie wichtig sind eigentlich für die heutige Arbeit der Politik und für die heutige Arbeit des Reichsbanners noch demokratische Symbole? Haben wir es uns zu einfach gemacht mit unserer Demokratie? Haben wir vergessen, wie notwendig Symbole sind? Ich glaube ja, dass man aus der Geschichte lernen kann und manchmal auch sollte. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es so, dass unsere Demokratie stabil ist und sicher. Aber wir natürlich auch nie wissen, wie lange das hält. Man kann sich ja angucken, was in Amerika bei der letzten Wahl los war. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man auch mal zurückguckt und aus der Geschichte lernt. Und das Reichsbanner ist ein gutes Beispiel. Menschen haben sich für Demokratie, für einen Rechtsstaat engagiert. Schon der Name Schwarz-Rot-Gold sagt ja, dass man für die Reichsverfassung damals stand. Ich glaube, das kann man heute auch tun. Ich glaube, das muss man tun. Demokratie findet ja nicht einfach nur statt, sondern jeder von uns muss dafür sorgen, dass sie täglich auch gelebt wird. Dafür braucht es Vorbilder. Und das Reichsbanner bietet viele Vorbilder in seiner Geschichte. Und deswegen freue ich mich über die Ausstellung, über das Engagement der Gedenkstätte, über das, was der Präsident des Abgeordnetenhauses hier eben gesagt hat. Weil nur gemeinsam kann man das auch am Leben erhalten. Mhm. Sie haben ja in Ihrem Namen, im Namen Ihres Vereins, die Bezeichnung der republikanischen Farben Schwarz-Rot-Gold. Und diese Farben, unsere demokratischen Farben, ja eigentlich schon seit 1832, unsere deutschen demokratischen Farben, die für Demokratie und Einheit stehen, werden ja heute vielfach okkupiert und aus meiner Sicht zumindest auch zum Teil missbraucht. Schwarz-Rot-Gold steht ja eigentlich für Rechtsstaatlichkeit, es steht für Demokratie und Integration. Es steht nicht für Ausgrenzung und Intoleranz. Können wir eigentlich unsere Farben Schwarz-Rot-Gold noch zurückgewinnen? Sehen Sie da noch Chancen? Oder ist es so, dass man jetzt doch eigentlich eher die Achseln zucken muss und sagen muss, nö, überlassen wir das mal dann den Wutbürgern? Es gibt ja viele im politischen Randspektrum, im geistigen Randspektrum dieser Republik, die versuchen, diese Farben zu kapern. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil die natürlich verstanden haben, wofür das steht. Schwarz-Rot-Gold steht für
heute für das Grundgesetz, für die Verfassung, für die Liberalität, für unseren Rechtsstaat. Und der Versuch von vielen am Rand, das zu kapern, zeigt eigentlich, warum wir alle diese Farben weiter hochhalten sollten, schützen sollten, mitnehmen sollten, weil sie sind einfach ein Symbol. Man kann sich eine Fahne übers Bett hängen, vor die Tür und sonst wohin. Aber das, wofür sie stehen, das, was dahinter steht, was eigentlich diese Farben ausmacht, ist etwas, was man leben muss. Und man muss sowohl auf die Symbole achten, als auch darauf, sie selber zu leben. Und wenn das zusammenkommt, dann kann das was werden. Haben wir unsere freiheitlichen Symbole zu lange missachtet? Haben wir zu lange das Gefühl gehabt, unsere Demokratie ist ja eine Schönwetterdemokratie, wir müssen uns nicht um Farben kümmern, wir müssen die Nationalhymne nicht singen, das wird alles schon so immer so sein? Ist das jetzt ein bitteres Erwachen eigentlich, wenn wir das vor dem Kapern der demokratischen Symbole stehen? Die Okkupation der Symbole soll ja Legitimation erzeugt werden. Sie haben es eben gesagt, man will sich die Legitimation eigentlich erschleichen. Haben wir es uns zu einfach gemacht? Ja, wir haben ja eine Demokratie gehabt, die lebendig war, die funktionierte. Und irgendwann wird man nachlässig. Man wird schluderig. Man kümmert sich nicht mehr. Man hält es alles für selbstverständlich. Man kritisiert Gott und die Welt überall. Aber man vergisst so ein bisschen, dass man zu Hause auch aufpassen muss. Und da ist es so gewesen, dass wir dann ein bisschen nachlässig waren, wie Sie gesagt haben. Und ich glaube, es ist jetzt so langsam an der Zeit, seine eigenen Symbole wieder zurückzuerobern, nochmal klar zu machen, wofür die stehen. Und all denjenigen, die auch jetzt gerade durch Berlin demonstrieren und diese Fahnen schwenken, mal zu sagen, wofür die stehen. Und diese Versuche zurückzuweisen, weil es geht nicht nur um die Fahne. Es geht nicht nur um die Geschichte dieser Fahne, sondern es geht das, wofür es steht. Nämlich für das Grundgesetz, so wie wir damals auch für die Weimarer Reichsverfassung gekämpft haben, für die Werte dieses Grundgesetzes, insbesondere für die nicht änderbaren Teile des Grundgesetzes, weil das ist eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Das ist das, wofür wir in Weimar gekämpft haben. Und deswegen finde ich, da muss man aufrecht, mit Haltung und mit viel Freude für eintreten. Und da muss man dem einen oder anderen auch mal klar machen, wo der Hammer ist. Vielleicht könnten wir ja auch, ich meine, wir sind heute am Verfassungstag der Weimarer Republik, vielleicht wäre es ja auch mal eine Anregung an die Politik, dass wir doch auch mal unseren Verfassungstag, den 23. Mai, mal wieder stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken können. Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Straßenfest gewesen ist, mal an einem 23. Mai, dass wir uns mal mit Freude unserer Verfassung hingegeben hätten. Aber das nur so als Anmerkung. Politik muss ja nicht immer nur etwas sein, was im staatstragenden dunklen Anzug sein muss, sondern kann ja durchaus auch mal sein, dass die Identifikation über Fröhlichkeit und Freude stattfindet. Ein letzter Punkt, Fröhlichkeit und Freude ist das nicht, sondern etwas ganz anderes. Die Befassung mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold soll ja auch zum Nachdenken über die Möglichkeiten der Abwehr des Rechtsextremismus anregen. Wir haben ja das Fatale, dass im Jahr 1932 das Reichsbanner dann in der Situation war, dass es eben nicht mehr den Nationalsozialismus, den Erstarkenden, abwehren konnte, was dann eben zur Machtübernahme durch Hitler im Januar 1933 führte. Bonn ist nicht Weimar, Berlin ist nicht Weimar, das ist völlig klar. Was sind die Aktivitäten, wo sieht das Reichsbanner seine Position in der Bekämpfung des Rechtsextremismus heute? Ich glaube, das Reichsbanner, gerade das, was es in der Weimarer Republik erlebt hat, wie mit ihm umgegangen worden ist, ist einfach ein Zeichen dafür, dass man aus der Geschichte lernen sollte. Und heute, dafür ist ja diese Ausstellung auch da, ist es wichtig, dass in Schulen, Versammlungen, Vereinen und Verbänden einfach mal darüber geredet wird, was macht dieses Land denn so erfolgreich, so lebenswert? Warum wollen Millionen Menschen aus der ganzen Welt unbedingt nach Deutschland? Warum geht es uns hier eigentlich so gut? Und all die Werte, die dazu geführt haben, dass wir heute so erfolgreich sind, wofür wir hier stehen. Das ist etwas, wofür man auch einstehen muss. Man kann nicht immer nur genießen und mitnehmen und einstecken und für selbstverständlich halten, sondern Engagement, mitmachen, Fahne zeigen,
auch mal ein P setzen und auch mal klar auf die Straße gehen. Man kann ja auch mal für was Positives demonstrieren, nicht immer nur gegen irgendwas. Und man kann auch Verfassungstage feiern, nicht nur im Plenarsaal etwas tragisch und bedeutend, sondern eben auch auf der Straße. Und da ist es auch in Ordnung, wenn während einer Weltmeisterschaft mit Schwarz-Rot-Gold das ganze Land gepflastert wird und das Ganze dann etwas Fröhliches hat. Das ist nicht schlecht für die Fahne, wenn es mit was Fröhlichem zusammengebracht wird. Und deswegen finde ich etwas entspannter und etwas engagierter kann man sich gerne mit den Werten dieser Republik beschäftigen und auseinandersetzen. Das ist das Bollwerk. Man muss sich nicht vereinzeln, also mit irgendwelchen Debatten, dass jeder jetzt sagt, warum er speziell und besonders ist. Sondern vielleicht sollten wir auch mal gucken, was denn dieses Ganze, was wir hier haben, wertvoll macht und warum wir alle für etwas einstehen und uns nicht alle vereinzeln in unsere jeweiligen Identitäten, sondern gemeinsam sagen, was sind denn unsere Werte? Schwarz-Rot-Gold steht dafür, das Grundgesetz steht dafür und dafür braucht es Demokraten und Menschen, die sich einsetzen. Vielen Dank, lieber Herr Kaas. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand arbeitet gern mit dieser bürgerschaftlichen Organisation zusammen und wir hoffen, dass wir ein bisschen dazu beitragen können, dass heute mehr Menschen das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold kennen und noch weitere es kennenlernen. Dazu trägt auch die heutige Veranstaltung bei. Mein Dank gilt nochmal Herrn Präsidenten Wieland, dass er die Veranstaltung möglich gemacht hat und dem Abgeordnetenhaus von Berlin. Und ich darf jetzt überleiten zu dem Film, den meine Kollegin Marion Görs und mein Kollege Dr. Stefan Heinz in einer kleinen Führung durch diese Ausstellung gemacht haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie uns bisher entgegengebracht haben. Können Sie mir noch ein kurzes Wort, wer noch nicht in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand war? Es ist ein erkannter Mangel. Erkannte Mängel kann man abstellen, da kann man hingehen und das sollte man tun und möglichst viele Menschen mitnehmen. Entschuldigung für den kleinen Einwurf. Danke, lieber Herr Kaas. Die Weimarer Demokratie befindet sich in einer tiefen Krise. Extremisten von rechts und links bedrohen die junge Republik. Kurz darauf formieren sich überall in Deutschland ehemalige Frontsoldaten zum Schutz der Republik. Das ist die Geburtsstunde des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer. Dieser nahezu vergessenen Organisation zum Schutze der Demokratie ist unsere Wanderausstellung gewidmet. Wir laden Sie ein, sich einen Einblick zu verschaffen in die Ziele und Arbeitsweise des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Bei unserem Rundgang werden Sie auf Namen von bekannten Politikern stoßen, nicht nur aus der Weimarer Zeit, sondern auch aus den frühen Jahren der Bundesrepublik Deutschland. Doch zunächst ein Blick in die Anfangsjahre der jungen deutschen Demokratie. Wenige Monate nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Sturz der Monarchie kommt in Weimar die Nationalversammlung zusammen. Sie verabschiedet 1919 die Verfassung für die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland. Diese Verfassung ist mit ihrem Grundrechteteil damals eine der weltweit fortschrittlichsten. Auch das Wahlrecht wird neu geregelt. Allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime Wahlen werden eingeführt. Erstmals können auch Frauen wählen. Schon während der Nationalversammlung zeigt sich, dass die neuen demokratischen Verhältnisse nur von drei Parteien uneingeschränkt getragen werden. Diese sind die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die Katholische Zentrumspartei und die linksliberale Deutsche Demokratische Partei, kurz DDP. Republikfeindliche Gruppierungen aus dem extrem rechten und linken politischen Lager dagegen bekämpfen die Republik in den ersten Jahren gewaltsam. Es kommt zu Putsch- und Aufstandsversuchen und zu politischen Morden. Ein Teil der Bevölkerung steht der Demokratie ablehnend gegenüber. Die Unzufriedenheit mit dem neuen politischen System wächst.
Gründe sind unter anderem die harten Friedensbedingungen des Versailler Vertrages und die schlechte Wirtschaftslage mitsamt hoher Inflation. Diese Unzufriedenheit stärkt den Einfluss völkisch-nationaler Kräfte. Befürworter der Republik wollen dieser Entwicklung entgegenwirken. Die junge Demokratie in Deutschland wird 1923 besonders schwer erschüttert. Durch kommunistische Aufstandsversuche in Mitteldeutschland und zuletzt durch den gescheiterten Hitlerputsch in München. Um künftige Gefahren abzuwenden, schließen sich im Februar 1924 ehemalige Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges zusammen. In Magdeburg wird das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, gegründet. Schon der Namensteil Schwarz-Rot-Gold ist Programm. Es sind die neuen Reichsfarben der jungen Demokratie. Diese Farben sind seit dem Hambacher Fest von 1832 und der Revolution von 1848 Symbol deutscher Einheit und Demokratie. Das Reichsbanner ist Republikschutzorganisation und Veteranenverband zugleich. Später werden auch Männer ohne Kriegserfahrung aufgenommen. Frauen bleibt jedoch eine Mitgliedschaft verwehrt. Dennoch bringen sie sich in die Arbeit des Bundes ein. Der Mitgliederzustrom ist enorm. Schon wenige Monate nach der Gründung spricht der Verband von 1 Million Mitglieder, später von 3,5 Millionen. Als Veteranenverband orientiert sich das Reichsbanner am militärischen Vorbild. Ausgestattet mit Fahnen, Uniformen und Abzeichen treten die Mitglieder in der Öffentlichkeit in Formationen auf. Jeder Demokrat kann Mitglied werden. Das Reichsbanner versteht sich als parteiübergreifend. Viele Mitglieder des Reichsbanners gehören einer der drei Parteien an, die die Republik unterstützen: die SPD, die Zentrumspartei und die DDP. Um demokratische Werte in der Bevölkerung zu verankern, will das Reichsbanner über die Errungenschaften der Weimarer Verfassung aufklären. Dafür engagieren sich auch viele heute noch bekannte Politiker der Weimarer Republik und der Nachkriegszeit im Reichsbanner. Neben dem späteren Vorsitzenden der SPD, Kurt Schumacher, beispielsweise auch der erste Bundespräsident Theodor Heuss. Heuss gehört der Deutschen Demokratischen Partei an und ist ab 1919 in Berlin Abgeordneter, zunächst der Stadtverordnetenversammlung, später des Reichstages. Die Arbeit des Reichsbanners unterstützt er unter anderem als Redner, wie hier im Mai 1926 in Konstanz. 1932 erscheint seine kritische Studie Hitlers Weg, die ein Jahr später von den Nationalsozialisten öffentlich verbrannt wird. Nach dem Parteienverbot 1933 verliert er sein Reichstagsmandat. Von der Gestapo überwacht, gelingt es ihm trotzdem, Kontakt zu Widerstandskämpfern zu halten. 1949 wird er schließlich zum ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Auf den ersten Blick vielleicht überraschend, ist hier auch ein katholischer Geistlicher vertreten. Es handelt sich um den Oberschlesier Karl Ulitzker. Als Mitglied der Zentrumspartei wird er 1919 in die verfassunggebende Nationalversammlung gewählt und gehört anschließend dem Reichstag bis 1933 an. Ulitzker ist überzeugter Republikaner. Er verfasst zahlreiche Artikel für die Zeitung des Reichsbanners und tritt auch, wie Heuss, als Redner für das Reichsbanner auf. Im Frühjahr 1933 schützt das Reichsbanner in Gleiwitz Ulitzker bei einer Wahlkampfveranstaltung vor Übergriffen. Der Bund kann aber nicht verhindern, dass er nach der Veranstaltung von Nationalsozialisten auf offener Straße beschimpft und sogar geschlagen wird. Die Nationalsozialisten weisen Ulitzker 1939, kurz vor dem Überfall der Wehrmacht auf Polen, aus Schlesien aus. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 nimmt die Gestapo ihn fest. Er muss mehrere Monate Haft in einem Konzentrationslager erdulden.
In der Rückschau betrachtet erscheint die Verweigerung einer Mitgliedschaft für Frauen im Reichsbanner unverständlich. Frauen hatten zwar nun endlich das gleiche Wahlrecht, doch eine Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen zog dies nicht automatisch nach sich. Vielmehr blieb das Ehe- und Familienleben von traditionellen Rollenmustern geprägt. Entsprechend versteht sich das Reichsbanner als Vereinigung ehemaliger Soldaten, als rein männlicher Kampfbund. Obwohl Frauen formal nicht Mitglied im Reichsbanner sein können, bringen sie sich in die Arbeit der Republikschutzorganisation ein. Namhafte Unterstützerinnen findet das Reichsbanner in allen drei republiktreuen Parteien. Besonders in den Zeitungen des Reichsbanners fordern Politikerinnen der SPD, des Zentrums und der DDP Frauen dazu auf, sich republikanisch zu positionieren. Beispielhaft genannt seien hier Christine Teusch von der Zentrumspartei sowie Marie Juchatz und Marie-Elisabeth Lüders. Marie Juchatz ist Sozialdemokratin. Unter ihrer Leitung wird unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in der SPD die Arbeiterwohlfahrt gegründet. Bis 1933 ist sie deren Vorsitzende. Sie wird 1919 in die verfassunggebende Nationalversammlung gewählt. Juchatz gehört dem Reichstag bis 1933 an. Schon im Gründungsjahr des Reichsbanners 1924 ruft sie in einem Artikel die Frauen dazu auf, Zitat, das kulturelle und soziale Gut der Republik aufbauend und gestaltend zu hegen und zu pflegen. Zitat Ende. 1933 muss sie vor dem Zugriff der Gestapo aus Deutschland fliehen. 70-jährig kehrt sie in die Bundesrepublik Deutschland zurück. Marie-Elisabeth Lüders ist wiederholt Reichstagsabgeordnete der DDP. Die promovierte Staatswissenschaftlerin gehört zu den akademisch gebildeten Unterstützerinnen des Reichsbanners. 1928 ruft sie in einem Zeitungsartikel alle Frauen zur regen Teilnahme am politischen Leben auf. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verliert sie sämtliche Ämter. 1937 nimmt die Gestapo sie kurzzeitig in Haft. In der Bundesrepublik wird sie 1953 in den Deutschen Bundestag gewählt. Das Reichsbanner will für die Errungenschaften der Weimarer Verfassung werben. Zu einer Zeit, in der die einzige Möglichkeit der Filmberichterstattung die Wochenschau in den Kinos ist, findet die Vermittlung politischer Inhalte wortwörtlich auf der Straße statt. Wer wahrgenommen werden will, muss dort präsent sein. Das Reichsbanner nutzt den öffentlichen Raum intensiv, um für die Republik zu werben. Auch will der Verband diesen Raum nicht den Gegnern aus dem rechts- und linksextremen Lager überlassen. Angriffe von politischen Gegnern sollen durch die große Zahl der Reichsbanner-Angehörigen zum Schutz von Veranstaltungen verhindert werden. Der Verband erkennt das staatliche Gewaltmonopol ausdrücklich an und lehnt eine eigene Bewaffnung ab. Einen großen Teil seiner Aktivitäten richtet das Reichsbanner auf die Unterstützung demokratischer Politikerinnen und Politiker. So setzt es sich in allen Wahlen intensiv für die Kandidatinnen und Kandidaten ein, die die Weimarer Republik befürworten. Das sind die der SPD, des Zentrums und der DDP. Mit zum Teil groß angelegten Veranstaltungen, die über mehrere Tage hinweg das jeweilige Stadtbild bestimmen, richtet das Reichsbanner unter anderem Verfassungsfeiern aus. Bei zentralen Feiern können bis zu mehrere 10.000 Teilnehmende erreicht werden. Hierzu ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass der 11. August als Verfassungstag zwar Nationalfeiertag ist, aber als gesetzlicher Feiertag bis 1933 nur in Baden und Hessen gewürdigt wird. Durch die Errichtung von Denkmälern will das Reichsbanner an demokratisch gesinnte Politiker erinnern. Das sind zum Beispiel die von Rechtsextremen ermordeten Matthias Erzberger von der Zentrumspartei und Walter Rathenau von der DDP.
Auch für den ersten demokratisch gewählten Reichspräsidenten Friedrich Ebert von der SPD errichtet der Bund zahlreiche Ehrenmale. Ebert wird in seiner Amtszeit von Republikgegnern verunglimpft. Für Walter Rathenau hält das Reichsbanner alljährlich eine Ehrenwache in Berlin-Grunewald. Die Jugendarbeit des Reichsbanners zielt darauf ab, Jugendliche von rechts- und linksextremem Gedankengut fernzuhalten. Sie sollen stattdessen für die Idee der Republik begeistert werden. Im Mittelpunkt der Jugendarbeit stehen Freizeitaktivitäten mit Wanderungen, Zeltlagern, Sport und bunten Abenden. Diese gemeinschaftsbildenden Freizeitangebote bieten den Rahmen für die politische Bildungsarbeit des Reichsbanners. Um ein kritisches, staatsbürgerliches Bewusstsein herauszubilden, werden Filmvorführungen sowie Lese- und Diskussionskreise angeboten. Beliebt sind auch politische Laienspielgruppen und Sprechchöre, die bei Großveranstaltungen auftreten. Bei der Jugendarbeit engagiert sich besonders der promovierte Jurist Hubertus Prinz zu Löwenstein, Mitglied des Zentrums. In Berlin und Brandenburg baut er eine Kinderorganisation des Reichsbanners auf. 1933 muss Prinz zu Löwenstein vor den Nationalsozialisten ins Ausland fliehen. Im Exil berichtet er bei Vortragsreisen über das NS-Regime und unterstützt andere Flüchtlinge. Nach Kriegsende kehrt er nach Deutschland zurück. Er erlangt als Mitglied der FDP ein Mandat im Deutschen Bundestag. Seit dem Bestehen des Reichsbanners ist das Klima der politischen Auseinandersetzung oft von Gewalt geprägt. Das Reichsbanner ist in erster Linie Ziel rechtsextremer Attacken. Schon 10 Monate nach der Gründung hat das Reichsbanner das erste Todesopfer zu beklagen. Bis 1933 werden zahlreiche Mitglieder bei Saal- und Straßenschlachten, aber auch bei gezielten Übergriffen schwer verletzt. Einige werden sogar getötet. Insgesamt fallen der politischen Gewalt mehr als 50 Reichsbannermänner zum Opfer. Davon 35 allein in den letzten 3 Jahren vor dem Machtantritt Hitlers. Das Reichsbanner versucht, sich gegen die zunehmende Brutalität der NSDAP ab 1930 mit Eliteeinheiten zur Wehr zu setzen. Diese Schutzformationen erhalten eine paramilitärische Ausbildung. Sie verfügen in der Regel jedoch nicht über Waffen. Diese Formationen erfüllen eine Schutzfunktion. Sie schirmen politische Veranstaltungen gegen nationalsozialistische Übergriffe ab. Sie begleiten prominente Redner und bewachen Partei- und Gewerkschaftseinrichtungen, weil der Staat dazu nicht mehr in der Lage ist. Dennoch kommt es zu weiteren Todesopfern in den eigenen Reihen. So beispielsweise im Juni 1932 im sächsischen Rußdorf. Die sozialistische Arbeiterjugend veranstaltet damals eine Sonnenwendfeier, die von einer Schutzformation des Reichsbanners gesichert wird. In Zusammenhang mit dieser Veranstaltung wird eine Reichsbannergruppe von Nationalsozialisten beschossen. Hierbei stirbt der 16-jährige Rudolf Marek, der als Mitglied des Jungbanners Chemnitz Schloss vor Ort ist. Seine Beerdigung mit 20.000 Teilnehmenden wird zu einer republikanischen Manifestation gegen die Nationalsozialisten. Im Dezember 1931 schließt sich das Reichsbanner mit mehreren SPD-nahen Massenorganisationen zu einem antifaschistischen Bündnis zusammen, der Eisernen Front. Sie ist als Antwort von links auf die zuvor gebildete nationalkonservative Harzburger Front zu verstehen. Durch die Bildung der Eisernen Front werden auch Frauen in den aktiven Kampf gegen Republikfeinde einbezogen. Das Symbol der Eisernen Front sind 3 Pfeile. Sie stehen für die SPD und für die Gewerkschaften sowie für das Reichsbanner mitsamt den Arbeitersportorganisationen. Also für die politische, wirtschaftliche und physische Macht. Erklärtes Ziel der Eisernen Front ist die Einhaltung der Verfassung von Weimar.
Trotz zahlreicher Massenkundgebungen kann die Eiserne Front ihr Ziel nicht erreichen. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 besiegelt die Niederlage der Republikaner. An die Stelle der parlamentarischen Demokratie tritt die nationalsozialistische Diktatur. Das Reichsbanner wird verboten oder kommt einem Verbot durch Selbstauflösung zuvor. Nationalsozialistische Gewaltakte nehmen nun in einem kaum vorstellbaren Ausmaß zu. Viele Funktionäre müssen um ihr Leben fürchten. Manche fliehen ins Ausland, andere werden in Konzentrationslagern inhaftiert oder ermordet. Ungeachtet dieser Bedrohung verbünden sich jedoch entschlossene Reichsbannermitglieder, um Widerstand gegen das NS-Regime zu organisieren. Wer sich mit der Geschichte des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold beschäftigt, kann einmal mehr erkennen, wie intensiv sich Menschen für die Weimarer Demokratie engagierten. Wir hoffen, Sie mit unserem kleinen Rundgang auf diese Wanderausstellung neugierig gemacht zu haben. Informationen zur kostenfreien Ausleihe der Ausstellung finden Sie auf der Internetseite zur Geschichte des Reichsbanners. Dort erfahren Sie auch Näheres über das Schaudepot Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte nochmals allen Beteiligten, die diese Öffnung der Ausstellung für Freiheit und Republik, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Kampf für die Demokratie 1924 bis 1933 hier im Abgeordnetenhaus von Berlin möglich gemacht haben, meinen herzlichen Dank ausdrücken. Ich bin froh über den wichtigen Austausch und die Informationen, die wir heute teilen konnten, und hoffe, dass Ihnen diese Veranstaltung gefallen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ganz im Sinne von Schwarz-Rot-Gold für Einigkeit und Recht und Freiheit. Vielen Dank.